Freund. Ja, das sind wir. Komm, komm. Smeagol hilft. Er führt Mel in die dreckigen Wälder. Wie selbstlos er ist, ja. Nimm unsere Hand. Wer sagtest du, Sagwende? Grimassen sind an mich verschwendet, weißt du? Ein Elb. Ein Elb? Irgendein Elb. Sehen alle gleich aus für uns. Arme Elbin, keine leuchtenden Augen. Nimm Smeagols Hand. Was ist das? Mein Schatz? Da? Was ist das? Betrachtest du meinen Ring? Ist er hübsch, ja? Ist er mächtig? Ist er kostbar? Nicht. Es ist kein magischer Ring. Doch Gwendel hat ihn mir gemacht. Ich hatte versucht, ihm auch einen zu machen. War nicht mein bestes Werk. Er hat ihm nie richtig gepasst. Also trug Gwendel ihn um den Hals. Oh, pass auf hier. Viele garstige Wurzeln. So, Kapitel 8, Leute. Ihre Augen. Herzlich willkommen zurück zu Der Herr der Ringe, Gollum. Weiter geht's, Leute, weiter geht's. Und wir schauen mal. Wir sind ja gerade vom Elbenreich entkommen. Mit der guten Blinden hinter uns. Und, boah, wie sie gerade im Licht steht. Und schauen mal, wie es weitergeht. Wir sind erst, sag ich mal, im ersten Teil des Spiels sind wir entkommen aus dem Turm. Jetzt sind wir entkommen von den Elben. Ich bin mal gespannt. Was mich jetzt mal interessieren würde an die Leute auf meinem YouTube Uncut-Kanal. Erstmal vielen Dank, dass ihr da seid und dass ihr auch schon ein Abo dagelassen habt. Ihr seht es da drüben. Wir sind jetzt bei 860. Ich hoffe, wir schaffen bald die 1000. Und was mich mal interessieren würde, Horsch. Weil das Spiel ist ja schon sehr, sehr, sehr in der Kritik. Was ist das? Istelnim. Warlinge. Warlinge? Kletter auf einen Baum und finde etwas Lairel für mich. Lairel? Lairel, du kennst Lairel nicht. Eine goldene Flechte. Sieht aus wie ein Zwergenbart. Wozu braucht die Elbin sie? WhatsApp. Schreibt mir doch gerne mal bitte in die Kommentare, wieso ihr gerade noch Gollum guckt. Also es freut mich natürlich. Vielen, vielen Dank für jeden Support, der in jede Videos reinschaut, an alle Däumchen nach oben und so weiter. Vielen, vielen Dank dafür. Aber mich würde mal interessieren, guckt ihr das wegen der Story? Guckt ihr das wegen dem Scheiß, den ich laber? Guckt ihr das, weil ihr sehen wollt, wie ich faile? Oder warum guckt ihr gerade noch Gollum? Weil tatsächlich die Leutchens auf Twitch in meinem Chat, die meckern schon nochmal rum, warum ich mich denn selber bestrafe und das wirklich noch zu Ende spiele. Aber mich würde es auf jeden Fall mal interessieren. Ich habe gesagt, ich möchte es auf jeden Fall einmal durchspielen, weil mich auch die Story interessiert. Und ja, es ist nicht das beste Spiel. Es könnte auch ein Indie-Game sein. Und es ist auf jeden Fall nicht das Geld wert, muss man einfach so sagen. Aber ich will trotzdem wissen, was sie bei der Story... Weil ich mag halt auch Herr der Ringe, das Universum. Und von daher... will ich mal gucken, was sie hier noch so gezaubert haben, was die Story angeht. Frag uns was. Frag! Liften erstickt mich, teilen zerbricht mich. Geheimnis! Das lag dir schon auf der Zunge, nicht wahr? So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir da hochkommen. Wie wir da hochkommen. Da, oder? Als ob er da jetzt nicht rankommt. Hör doch auf. Oder war ein Bug? Bin da gerade gelaufen? Auf nichts. Hier war gerade ein Nichts, ein unsichtbares Nichts. Schade, hätte man bescheißen können. Aber eigentlich muss man da hoch. Kann der Elbe nicht trauen? Denk an den Graschneck. Oh, hat uns im Stich gelassen. Das hat er. Aber diesmal sind wir schlauer. Die Blinde öffnet den Nebel für uns und dann... Hast du es gefunden? Es ist orange. Hä? Der darf nicht ins Wasser. Hallo Otakon, Grüße. Man will die Vorstory sehen. Was für eine Vorstory meinst du? Guck mal.
mal, hier können wir lang. Kann der Elbe nicht trauen. Denk an den Graschneck. Oh, hat uns im Stich gelassen. Das hat er. Aber diesmal sind wir schlauer. Die Blinde öffnet den Nebel für uns und dann... Hast du es gefunden? Es ist orange oder gelb. Deine Sprache hat wenig Zwischentöne. Das hier ist orange. Und es stinkt. Wer ist da? Oh, hallo Motte. Ist auch geil. Deine Sprache hat wenig Zwischentöne oder Laute oder was hat sie gesagt? Hier, ich hab dein komisches Schnüffelgras. Sei vorsichtig. Die Wahrlinge lullen den Geist ein. Lassen die Zunge Wahrheit sprechen, ob du willst oder nicht. Aber nimmst du einen Bissen, Laire? Etwa so? Trogen! Dann ist ihr Bann gebrochen. Und auch ein Großteil ihres Wunders. Die eigentliche Frage ist also, vertraust du mir? Jetzt muss ich das wieder entscheiden. Das ist ein Trick, mein Schatz. Wie kann das ein Trick sein? Ich lasse dir die Wahl. Sie ist jetzt unser Freund. Ich traue ihr irgendwie nicht. Was hat sie wohl vor? Uns knifflige Fragen stellen. Aber warum? Smeargol ist sehr gut zu ihr gewesen. Was, wenn sie nach dem Schatz fragt? Was ist, wenn sie nach Beutlin fragt? Aber wir wissen nicht einmal, wo Beutlin ist. Außerdem hat Mel schon ihren eigenen Ring. Nur ein Freundschaftsring. Alles was anders als unser Schatz. Ja, hier. Nur ein Freundschaftsring. Ein billiges Geschenk der Freundschaft. Die Elbin hat es selbst gesagt. Vielleicht ist das alles, was sie will. Alles, was sie je wollte. Elben sind böse. Die hier nicht. Mel würde uns niemals austricksen. Doch würde sie argumentieren, sie hat ihren eigenen König betrogen. Sie hat von der Wurzel gegessen. Sie will uns Lügen aufdecken. Angst machen. Nee, hier König betrogen. So, damit haben wir ihn. Sie hat ihren eigenen König ausgetrickst und ist geflohen. Aber der König ist nicht Mels einziger Freund wie Smeargol. Scheiße, Gollum hat gewonnen. Smeargol hat gewonnen. Du isst es nicht? Nun gut. Komm mit. Ich will ihnen zuhören. Hä? Smeargol hat gewonnen? Aber er isst es trotzdem nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Keine Brücke hier. Ich kenne diesen Fluss. Lass mich ihn ein bisschen besänftigen. Not bad. Der Fluss lässt uns hinüber. Mel, besänftigt wilde Flüsse. Bleibt sie denn? Oh, eine Sache noch. Kleines Detail. Du wirst dich an nichts erinnern, was du mir gesagt hast. Was hat sie gesagt, mein Schatz? Jetzt würde ich schon gerne wissen, was ist, wenn ich das gegessen hätte. Schleicht er hier so langsam lang hin? Was mich wundert ist, die sagen, man braucht ca. 20 Stunden für Gollum, um das durchzuspielen. Wir sind jetzt bei 9,5. So viele davon. Was hab ich dir gesagt? Die sind high. Warum willst du mir wirklich, Smeargol? Verstehe. Wir sind jetzt bei 9,5 und schon bei Kapitel 8 von 10, also. Mein Kopf! Garstige Mel! Sie trickst uns aus!
Ich bräuchte keine Wahrlinge, um die Wahrheit zu erfahren. Du zischelst. Wenn du lügst, fängst du immer an zu zischeln. Smeargol zischelt nicht. Zischeln. So, der zischelt ja auch manchmal. Was muss ich jetzt hier machen? Boing oder was? Sie singen. Einst haben sie alle zusammen gesungen. Das muss schön gewesen sein. Kannst du sie alle läuten? Da schon wieder an ihre Glocken. Das war früher ein Glockenturm. Hier sollten wir eine Weile sicher sein. Wir sind jetzt weit weg von den Hallen des Königs. Wie gern würde ich die Glocken hören. Bin doch schon dabei, deine Glocken zu läuten. Smeargol, komm hier entlang. Da lang? Nein, nein, nein. Ich hab doch jetzt alle geläutet, oder? Gehen wir hinein. Hier können wir die Nacht verbringen. Geschafft. Schade, dass wir die Glocken oben im Turm nicht hören können. Kannst du den Mond sehen? Keine Angst, das weiße Gesicht wird sie nicht finden. Aber ich will gefunden werden. Wie ist seine Form? Mel muss hungrig sein. Vielleicht kann der gute Smeargol ein paar Eierchen finden. Nimmt er zu? Er kann noch nicht voll sein. Nein, kein netter Mond. Smeargol geht und findet leckere Dinge für Mel. Bleibt nicht zu lange. Der Wald kann tückisch sein. Elben und Menschen zogen gemeinsam gegen den dunklen Herrscher. Nur wenige von uns kehrten zurück. Oh, sie darf nicht über ihn sprechen. So, da. Die Glocken ehrten einst die, die von uns gingen. Vor langer Zeit in der Schlacht von Degolath. Okay. Da sagt sie aber gar nichts. Da wird halt erschossen. Punkt. Doch, da hat doch jetzt Text gefehlt, oder? Mal ehrlich. Da hat doch gerade Text gefehlt. Gefailed. Was ist das denn da? Hallo, Kleiner. Was ist los? Dax. Ein Monster? Nein, das ist er nicht. Er hilft mir. So ein Dax, oder, Chat? Hat er mir nicht geglaubt. Hat er mir nicht geglaubt? Nein, nein, falscher Weg. Hä? Oh. Da sind Dornen. Ja, gut. Und eigentlich nach oben? Nee. Hä, aber da komme ich ja gar nicht lang, du. Doch nach oben. Ach da. Wer mag denn den Mond nicht? Du bist seltsam. Das hat Degol auch immer gesagt. Ein bisschen seltsam, ja. Vielleicht sind wir das. Du drückst springen und er springt nicht. Da kriege ich die Krise. Jetzt rennt er die Wand nicht hoch. Arr! Du suchst doch nicht wirklich nach Eiern, oder?
hab eins. So groß. Aber Mel mag vielleicht keine Eierchen. Ja, Schatz? Ist schon gut. Du kannst es behalten. Oh, Smirgel sucht weiter. Oh, noch eins. Na gut, das hier ist einfach. Du siehst aus wie mein Gesicht. Siehst du mich nicht, sehe ich dich nicht. Spiegelbild. So, wir selbst. Nein. Nun ja, im Grunde keine schlechte Antwort. Spiegelbild in einem Teich wäre richtiger gewesen. Ja, aber das scheint gar nicht zur Auswahl. Ja, Smirgol gewinnt. Schon was gefunden? Smirgol hilft, aber er kann nicht alles auf einmal machen. Es hat keine Eile. Wir sind dran. Man kann es nicht sehen, kann es nicht aufstören. Dunkel. Oh, nicht das. Sogar Beutlin kannte das. Einen Moment. Wie komme ich denn da hoch jetzt? Also wie kann ich... Hä? Können wir jetzt da unten weiter? Nee, wa? Nein, nein, falscher Weg. Oh. Ah. Vielleicht hat Rätselmeister das gemacht. Sieht aus wie Dinge in seinem Gemach. Das meine ich. Da läufst du da. Jetzt geh da hoch, du! Ah. Die Steuerung ist halt wirklich manchmal sehr. Naja. Ein Pilz. Ein Pilz. Mögen Pilze. Vielleicht. Was ist Mel wohl gern, mein Schatz? Wurzeln. Sie ist sie, nicht wahr? Die böse Elbenfrau. Sie lockt uns in garstige Glühwürmchen. Gollum. Schnecke. Oh, Schnecke. Elben essen Schnecken. Ist das so? Vielleicht auch nicht. Was hat sie uns gefragt? Was wollte sie? Was hat Smirgol ihr verraten? Such weiter, Schatz. Mich da rüberspringen? Für eine Nacht. Vielleicht finden wir mehr. Ah, hier. Aber die Elbin kennt mächtige Zauber. Vielleicht macht sie Smirgol auch blind. Schlaue Elbin, ja. Aber blind. Warte, bis sie müde ist. Bis sie schläfrig wird. Und dann... Knack. Und dann knack. Oh, so groß. Aber vielleicht finden wir was Besseres für Mel. Vielleicht ist es nicht klug zu gehen. Vielleicht kann Mel uns vor ihm beschützen. Und der Schatz? Wer beschützt unseren Schatz? Der fette alte Beutlin? Nein, der dunkle Herrscher wird ihn fressen, den garstigen kleinen Dieb. Da steht, drücke für den Rückwärtssprung X. Dann drückst du X und er springt in den Tod. Kann Mel uns vor ihm beschützen? Das ist schon so dumm, dass ich es witzig finde. Wer beschützt unseren Schatz? Ach, der fette alte Beutlin? Nein, der dunkle Herrscher wird ihn fressen, den garstigen kleinen Dieb. Und dann kommt er und frisst den armen Smirgol. Oh, Gollum. Gollum.
So. Noch eigentlich jede Glocke geläutet, oder? Oder ist das hier noch eine andere? Aber wir haben hier keine Steine mehr. Und da komme ich. Ich wünschte, er hätte mehr Ausdauer. Glück gehabt? Sie ist dran. Folgt dem grünen Weg bedächtig. Sie ist schläfrig, Weg ist löchrig. Raupe mit vollem Bauch auf einem Blatt. Na gut, das war zu einfach hier draußen im Wald. Ja, ja. Sei's drum. Genug Rätsel für einen Tag. Oh, sieh nur, sieh nur. Würde ich, wenn ich könnte. Pilze, glaube ich eher, oder? Pilze. Spergol isst sie nicht. Aber Mel vielleicht. Danke, keine Pilze. Ich mochte ihren Geruch noch nie. Mel ist nicht nett. Smergol sucht überall. Seine Hände stinken nach Blättern. Ach, sie stinken. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich habe dich nichts gefragt in der Höhle der Warlinge. Oh, keine Sorgen, nein. Smergol hat nichts zu verbergen. Da habe ich extra Essen gesammelt und die wollte nichts. Vogel. Wir kennen diese Stimme. Sieh, wer da ist. Netter Vogel. Hat er Hilfe gefunden? Ich mag den Klang seiner Stimme nicht. Er spricht eine seltsame Sprache. Weil wir es ihm beigebracht haben. Nicht wahr, mein Schatz? Scht. Dvadvenu Nathuath. Das verstehe ich nicht. Wir haben doch einen weißen Vogel. Jetzt auf einmal haben wir einen schwarzen. Nicht verscheuchen. Irgendetwas ist faul an diesem Vogel. Oh, Mel ist faul. Wir gehen drin schlafen. Die Elbin kann bleiben und den Mond anschauen. Na schön. Den Mond anschauen. Schwierig. Okay, entkomme den Kreaturen. Was für Kreaturen? Wohin? Wohin genau? Mel! Lauf! Der Vogel hat ihn verraten, oder was? Muss jetzt entscheiden, ob wir sie retten oder nicht. Es ist Mel. Seh nix.
Run, boy, run. Muss ich die irgendwie weg? Ich hab keine Steine mehr. Game over! Mann! Scheißen! Scheißendreck! Er hört einfach nicht auf, weiter vorwärts zu rennen. Der düster Wald. Hier liegen überall Steine, guck mal. Hä? Junge! Ah! Diese Steuerung! Der lässt einfach los! Jetzt wird's aber. Jetzt wird's zäh gerade. Jetzt wird's zäh. Also man sieht ja ganz klar, dass das eindeutig. Er hält sich nicht mehr fest. Er hält sich nicht fest, Leute. Man sieht ja ganz klar, dass das nicht an mir liegt. Digi, ey. Krampf, wirklich. Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Oh, er rutscht da runter. Ich krieg zu viel. Ich rege mich nicht auf. Was passiert denn, wenn ich da einen Stein gegen schmeiße? Wow. Ich weiß überhaupt nicht, was da zu lachen gibt, Chat. Das ist knallhartes. Ich sehe nichts. Ah! Knallhartes Survival ist das hier. Meine Fresse, geht mir die Stelle hier auf den Sack. Jetzt lass mich doch das Spiel einfach beenden und dann ist gut. Ich will keine Herausforderung mehr. Lass mich. Bitte. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hier lang muss jetzt. Also hier glaube ich nicht. Oder? Da hoch vielleicht? Oder da rüber? Meinst du, der kann da rüber? Oh ja, magnetisch kann er da auf einmal rüber. Perfekt. Jetzt wahrscheinlich hier wieder zurück. Da lang vielleicht? Ah. Nicht doch. Wir schaffen das jetzt.
Ich hatte schon wirklich lange nicht mehr so ein Spiel. Also schon lange nicht mehr ein Spiel, was so schlechtes Gameplay hatte. Mal springt er zu kurz, mal springt er zu weit, obwohl du dasselbe drückst. Das ist doch... Das machen die vielleicht mit Absicht, um Content zu strecken. Ich weiß es nicht. Weil das Ding ist ja, ich würde es ja einsehen, wenn es mein Fehler wäre. Weißt du, man muss ja auch mal zu seinen Fehlern stehen. Aber wenn du an einer Stelle dreimal dasselbe drückst und er macht dreimal was anderes, dann ist das halt auch echt nicht mein Ding, weißt du? Dann ist das auch nicht mein, dann ziehe ich mir den Schuh nicht an. Aber hey, ich meine, eigentlich, guck mal, das Spiel weckt ja Emotionen ein. Das ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Es weckt nur die falschen Emotionen. Hass, Wut, Aggression. Wo muss ich denn hin hier überhaupt? Voll leise, Chantal. Wohin genau? Ich weiß nicht, wohin, Leute. Das hier ein Baum und zwei Kanten. Guck, eine Kante und noch eine Kante. Und jetzt? Kommst du eigentlich nur hier hoch? In der Luft. Sie hat mich geführt. Ich glaube, es war Gwendel. Ich bin mir sicher. Gwendel? Ich glaube, er hat mich irgendwie gesehen. Mich beschützt. Komm, das Tor ist nicht mehr weit. Und das Game hätte ich schon dreimal deinstalliert. Ja, aber das ist ja gerade das. Deswegen mache ich es ja nicht. Jeder hätte schon aufgegeben. Aber nee. Vielleicht haben die Geister Mel einen Streich gespielt. Er war es. Ich bin mir sicher. Wie heißen die hier, mein Schatz? Ach, nur Pflanzen. Eine Lichtung tut. Die Performance ist halt auch einfach kacke. Ein großer Baum in der Mitte. Ja, wir sind da. Die Grenze unseres Reiches. Wo ist die Lücke? Wie öffnet man sie? Ich weiß es noch nicht. Lass uns hinauf zum Baum gehen. Ich bin schon da. Wir kennen eine Lücke. Das hat sie gesagt. Ich habe nie behauptet, dass ich weiß, wie man sie öffnet. Wir haben stets nur versucht, sie zu schließen. Wir? Wir waren zu acht. Wendel war unser Lehrer und Mentor. Hier habe ich sie zuletzt gesehen. Überhaupt etwas gesehen. Genau hier stand er. Am Baum. Dann war er fort. Und die anderen? Tot. Oder schlimmer. Und ich war blind. Lass mich nachdenken. Gwendel stand hier. Ich hinten am Fluss. Die anderen standen bei den sechs Runensteinen.
Jeder Runenstein bewahrt einen Teil des Zaubers. Luft, Wasser, Kreis, Bindung, Spiegel, Täuschung. Aber sie müssen in der richtigen Reihenfolge aufgerufen werden. Wenn ich mich nur erinnern könnte, wer wo stand. Warum bringt es uns hierher, wenn es sich die wichtigsten Dinge nicht merken kann? Was ist das? Die Luft. Sie trägt immer noch ihre Stimmen. Hörst du sie nicht? Nee. Stimmen? Schließ deine Augen. Geister? Keine Geister, Erinnerungen, Echos. Dieser Ort erinnert sich noch immer an meine Freunde. Ich kann ihnen nicht zuhören. Ich habe Angst vor dem, was ich hören könnte. Aber die Echos könnten uns leiten. Wie kann Geflüster uns leiten? Einfach schwarzes Vergiss Bild. Die Vögel, den Fluss und die Blumen. Hör einfach zu. Atme die Düfte ein. Na gut, weil er die Dings zu hat, oder was? Die Augen? Kannst du sie sehen? Ja. Ich muss wissen, was mit den 6 geschehen ist, die bei den Steinen standen. Sieh dich um. Folge ihnen. Sag mir, was du siehst. Auf diesem Stock sind elbische Zeichen. Das muss Aristors Stab sein. Er ist zerbrochen. Er muss in diese Richtung geflohen sein, bevor das Chaos ihn verschlungen hat. Wohin führt dich deine Witterung? Das muss Aristors Stab sein. Das sagtest du gerade schon. Ist das einer der Steine, wo die Elben standen? Wenn du dort stehst, wo ich glaube, dann ja. Irgendeine Idee? Mit dem Stab muss von diesem Stein geflohen sein. Das ist also der Ort, wo Aristor stand. Ja, ich glaube, das ist richtig. 3 waren Männer und 3 waren Frauen. Aristor, Kelon und Dondofer, Prian, Kethil und Turian. Aristor, Kelon, Dondofer, Prian, Kethil, Turian. Wenn ich mich erinnern könnte, wie alles geschah, dann wüsste ich vielleicht die Reihenfolge des Zaubers. Hallo, mein Kleiner. Bist du hungrig? Ist das eine Krähe? Ich habe Krähen nie getraut. Keine Krähe. Nein. Guter Vogel. Du solltest dich umsehen. Vielleicht finden wir Spuren. Nimm es! Iss es! Oh, noch mehr zerbrochene Dinge. Es sieht aus wie ein Messer. Die meisten von uns trugen eine an jenem Tag. Konzentriere dich. Kannst du ihrem Echo folgen? Nicht nur raten, Schatz. Sieh dich um. Hey, was geht denn weiter, Junge? Noch mehr zerbrochene Dinge. Es sieht aus wie ein Messer. Die meisten von uns trugen eine an jenem Tag. Trau dem Klaus nicht. Sie wird dich hineinlocken wollen. Pfeilspitzen. Das muss Aristors Stab sein. Hey, das ist doch der größte Bums. Guck mal, jetzt folgst du dann der Spur, aber die geht eigentlich zu dem Stab. Was ist hier geschehen?
Oh, also, wir hatten es fast geschafft. Ein Nebel, der unser Reich vor den Augen des Düsterwaldes verbergen würde. Es gab noch eine letzte Lücke, die wir schließen mussten. Hier am verzauberten Fluss. Und das taten wir. Jeder von uns hatte seine Aufgabe. Meine war es, den Fluss zu beruhigen. Aber ich traute dem Wasser nicht. Ich warnte Gwendel, aber er wollte nicht hören. Wir schlossen die Lücke, aber dann... Alles, woran ich mich erinnere, ist ein grelles Licht. Schön wie Seide, aber unerbittlich. Als ich aufwachte, war da nur Dunkelheit und Stille. Ich rief ihre Namen, rief Gwendel, aber da war nichts. Verstehst du jetzt? Ich muss Gwendel finden, unbedingt. So, dann folgst du dieser Spur, die geht hier hin. Das war's. Und was anderes sieht man hier auch nicht. Minbarad, Fußspuren hier. Von nackten Füßen. Kein Zeichen von Gwendel? Nein, nichts. Gesichter. In dem Stein sind Gesichter. Gesichter? Oh, verfluchte Elbengesichter. Sieht aus wie zwei Elbinnen. Sie müssen versucht haben, sich zu verstecken. Und nun? Hallo Silvan. Grüße. Blau, Evelyn. Trug einer von ihnen Federn. Wir alle trugen Federn. Außer Kethiel. Sie hatte ihre schönen Zöpfe. Sag mir, was du denkst. Zöpfe. Dann Kethiel. Oder sonst jemand. So, jetzt raff ich das. Muss sagen, wer bei welchem Stein stand. Und? Nein, warte. Hier haben wir noch gar nichts. Hier ist irgendwas mit Pfeilspitzen gewesen. Der Kelon-Elb hat das Ziel. Hallo Nudel, Grüße. Hallo Nudel. Er hat das Ziel verfehlt. Ja, wo kommen die Schüsse her? Gucken wir mal. Von der Richtung. Es sieht aus, als wäre einer hier ins Wasser gesprungen. Das war dann wohl ihre letzte Hoffnung. Aber der Fluss ist tückisch. Alles in Ordnung? Der Fluss ist wankelmütig. Ich hab's dir gesagt. Komm wieder her. Hier ist die andere Hälfte der Klinge. Aus einem Geweih, glauben wir. Dondofer hat so eine getragen. Ja, dann ist hier Dondofer, oder wie der heißt. Klinge. Dondofer. Ja. Mal sehen, wohin uns das führt.
Hab ich das erstmal gerafft? Nein, er denkt nach. Menbarad, Fußspuren hier. Von nackten Füßen. So, da hieß es ja gerade, die wollten sich da verstecken. Oh, verfluchte Elbengesichter. Sieht aus wie zwei Elbinnen. Sie müssen versucht haben, sich zu verstecken. Naja. Aber wer ist das von den... Nackte Füße. Da muss doch eigentlich nur noch eine übrig bleiben, oder ne? Nein, keine von ihnen. Wir brauchen vier Stück vor allem. Das heißt, hier müssen wir auch noch irgendwas finden. Da ist der Nebel. Was ist das? Oh, sieht aus wie einer von Rätselmeisters Schmetterlingen. Es ist Blut. Was? Du hast etwas gefunden? Es ist ein Zeichen. Ein Zeichen, das der Rätselmeister hinterlassen hat. Was? Bist du sicher? Er muss am Leben sein. Er muss durch die Lücke geflohen sein. Beschreib es mir. Es ist ein Schmetterling mit Blut gezeichnet. Blut? Längst getrocknet. Wir sollten eilen. Der Rätselmeister hat nicht an einem Stein gestanden, oder? Nein, er stand hier unter dem Baum. Also irgendwas fehlt noch hier. Aber der erkennt auch nichts hier mit seiner Sicht. Hier ist ein Bogen. Welche Farbe hat der Griff? Blau. Dann muss er Kelon gehört haben. So, jetzt haben wir doch alle außer einen. Und dann bleibt doch eigentlich nur einer übrig, oder nicht? Bogen im Baum. Kelon. Na gut. So, jetzt fehlt nur noch einer. Das könnt ihr euch doch wohl zusammenreimen. Das ist das, was dahin führt. Jetzt fehlt mir noch genau ein. Ja, so sag halt andere. Die andere Tante. Nackte Fußspuren.
Oh, hier sind Stiefel. Oh, ja. Das müssten Turians sein. Sie musste immer die Erde spüren. Da gut, dann haben wir es. Drücke von bloßen Füßen. Hier muss die barfüßige Elbin gestanden haben. Da sind nackte Fußspuren und die Antwort ist barfüßige Elbin. Euer Ernst? Kann ich mir erzählen, wirklich. Fehlt trotzdem noch jemand. Ah, hier, Federschmuck. Elbin mit Federn. Das wären dann alle. Warte mal. Da muss etwas falsch sein. Ah! Ja, hier muss was falsch sein, ja, weil hier haben wir noch keine Spur, aber das ist das Einzige, was übrig bleibt, oder was? Oder ist der Stab? Das ist der mit Bogen, das stimmt. Das ist der mit dem Messer, das stimmt auch. Barfüßige stimmt auch. Hä, was muss da falsch sein? Das ist aber richtig, die mit Zöpfen. Das ist noch nicht die richtige Reihenfolge. Hä? Ja, hier habe ich halt noch nichts. Da habe ich jetzt geraten, Federschmuck. Aber er sagt ja, wir haben alles abgesucht. Warte, hier war vermutlich. Zöpfe. Dann Käfir. Mhm. Prian. Eristo, Dondofer, Prian. Turien, Kelon und Kefil. Ja, ich glaube, so haben sie alle gestanden. Quest, Nen, Gwilith, Kenedril, Ringhorn, Luth. Quest, Nen, Gwilith, Kenedril, Ringhorn, Luth. Jetzt lassen wir gleich Tod und Verderben. Ist es freundlich, diese Lückentür? Ich hoffe es. Aber die Wälder dahinter sind es nicht. Bleib bei mir. Ohne mich wirst du dich verirren. Lass mich hier für eine Weile ruhen. Müde ist sie, ja. Müde und schwach. Ja, sicher. Wir können warten. Wie gern hätte ich jetzt meine Augen. Wir können ihre Augen sein. Beschreiben schöne Gärten für sie. Ja. Dann wird sie sehen. Ja, das wird sie. Hallo, Gelflin, Grüße. Oh, nicht jetzt! Keine Zeit zum Rasten! Nicht jetzt!
Doch, jetzt, arme, blinde, einsame Elbin, wir sind jetzt ihre Augen. Ich bin bereit. Mel zum Weitergehen bewegen, Mel einlullen. Wir sind nett. Oh, aber es ist kein netter Ort, ganz und gar nicht. Nicht für uns, nein, aber die Elbin würde ihn lieben. Lass mich das beurteilen. Scheint der Mond jetzt? Weiß ich doch nicht, hä? Mond. Mond spioniert uns nach. Es sieht nach Regen aus. Woher soll ich das wissen? Ich sehe den Himmel gerade nicht. Nein, kein netter Mond. Nur dunkle Wolken. Sieht nach Regen aus. Du hast recht. Wir sollten nicht länger warten. Die Vögel scheinen aber ruhig zu sein. Erzähl mir von ihnen. Vögel, ja. Oben in den Bäumen. Die wachen. Immer wachen. Drosseln, die ihre Spottlieder singen. Verzeih ihnen. Sie meinen es nicht böse. Nein, nichts Böses. Sehr freundliche Vögel. Sehr friedlich. Sprich weiter. Dies war so ein schöner Ort. Soll ich irgendwas sagen, damit sie Schiss kriegt und weiterlaufen will? Große Steine werfen Schatten. Vielleicht kann Mel sie riechen. Verfluchtes Wasser. Mel sollte nicht so nah am verfluchten Wasser sein. Ja, ich höre es mich verspotten. Gwendol hätte den Fluss nie um Hilfe bitten sollen. Dieser Ort ist nicht, wie ich ihn von früher kenne. Komm jetzt. Es gibt viele nette Orte auf der anderen Seite. Warte. Du sprachst von Blumen. Du hast sie nicht beschrieben. Schwertlilien. Früher war die ganze Lichtung davon übersät. Sie müssten jetzt in voller Blüte stehen. Ja, sie sind gelb, aber nicht sehr nett. Alle verdorrt, nicht viele. Schwertlilien. Auch nicht mehr schuften, Lilie. Schwertlilien nicht duften. Theagolds Rätsel. Wir erinnern uns. Ich erinnere mich. An was erinnerst du dich? Was wenn Mel den Rätselmeister gar nicht mehr braucht? Vielleicht ist Rätselmeister weg. Für immer. Ich hörte seine Stimme. Ein Geist vielleicht. Eine Stimme im Wind. Aber Smeargol ist hier. Zum Glück hat sie jetzt Smeargol getroffen. Wir beschreiben Gärten für sie. Gärten mit Blumen. Sieh! Es gab Schwertlilien überall. Gelbe, so wie die hier. Und da lag Theagol und starrte hoch in den Himmel. Das ist schon wieder sehr, sehr leise. Der Sound ist schon wieder so meh. Nein, wach auf! Wir waren es nicht. Nein, wir nicht. Wir haben nichts getan. Du bist verrückt. Er wollte ihn stehlen. Er wollte ihn stehlen, unseren Schatz. Mel muss uns glauben. Sie glaubt uns, ja. Nein. Nein. Ist sie weg jetzt? Hä? Entkomme dem Nebel. Sie mich da alleine jetzt gelassen. Du hast es verdorben. Wir wären frei gewesen. Du bist schwach. Du bist schwach. Du bist schwach. Mel! Sie hört dich nicht. Niemand hört dich. Du bist allein.
weg. Da ist doch noch ein rotes Licht, ein weißes Licht. Ganz allein. Du warst es. Du hast Ergol getötet. Du hast es getan. Du warst es. Dieser innere Konflikt immer noch. Du hast ihn getötet. Lass mich in Ruhe. Wow, hier kannst du immer nur geradeaus laufen. Du ganz allein. Gibt doch keine Abzweigung. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Jetzt machen sie das wenigstens mal mit rechts und links und so. Fokus, 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 Fokus. Licht am Ende des Tunnels. Schatz? Nicht jetzt wieder am Anfang, ja. Mein Schatz. Ja? Mel? Mel! Und nu? Ich weiß ja gar nicht, wohin. Komm mit dem Nebel, hieß es. Aber so wie es aussieht, bin ich im Kreis gelaufen. Aber der müsste doch jetzt eigentlich sagen, nicht hier lang, oder? Aber du bist dem Nebel entkommen. Ja, sehe ich auch so, aber anscheinend ist das nicht richtig. Nö. Das ist wieder so ein Kapitel, wo man irgendwie merkt, dass sie es strecken. Meiner Meinung nach. Also jetzt wieder rein in den Nebel, oder was? Ich denke mal, man läuft wieder falsch, wenn man hier wieder rauskommt. Das kann nicht die andere Seite sein. Nein, ist es nicht. Endlich. Wir haben dir gesagt, du kommst nicht weit. Bitte, Smeargol ist jetzt gut. Unser König hat ein paar Fragen an dich. Und wären ein paar Antworten nicht schön? Jetzt komme ich wieder zu dem Elben-Scheiß. Das heißt aber, ey, was?